Hallo alle interessierten Happy Science. Mein Name ist Reiko Saito. Ich bin zuständig für Happy Science Deutschland. Wie Sie sehen, ich bin eine Japanerin. Also ich komme aus Japan und unsere Organisation Happy Science hier ist auch aus Japan. Happy Science wurde gegründet im Jahr 1986 in Tokio. Unser Meister Ryuho Okawa hat bisher schon über 2700 Bücher geschrieben. Das ist wahnsinnig. Aber wenn Sie hierher kommen würden, Sie sehen hier die Beweise. So, hier, die sind deutsche Bücher, was wir geschafft haben, ins Deutsche zu übersetzen. Und hier sind Bücher auf Englisch, aber über das Coronavirus, wofür Sie vielleicht auch interessieren. Unser Meister Ryuho Okawa spricht oder schreibt oft über aktuelles Thema. So, und wir haben hier anzubieten Seminare, Vorträge, auch Diskussionen, Meditationen, auch manchmal Kaffeerunde, sonntags Erkantare Dienst. Es ist Gottesdienst. Unser Gott, woran wir glauben, heißt Erkantare. Deswegen sagen wir Erkantare Dienst sonntags. So wird natürlich viel Gebet gemacht und auch natürlich Bücher. So, aber hier in diesem Video erfahren Sie unser Film. Wir erzeugen sehr viel Film über Spiritualität natürlich. Und wir haben schon hinter uns über 20 Filme, die alles in Japan oder in Amerika veröffentlicht wurden. Das bedeutet, dieser Film wurde im Kino gezeigt. So, Ende August haben wir auch einen neuen Film veröffentlicht. Mit dem Titel Das Leben im Zeitalter der Wunder. Also es geht um Wunder. Durch unser Glauben an Gott, wir erfahren oft ein Wunder. Zum Beispiel, eine schwere Krankheit wird geheilt oder wurde geheilt. Solche Geschichten können Sie in diesem Video erfahren. Aber mehr können Sie natürlich hier erfahren. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn Sie uns hier Rheinstraße 63 Berlin besuchen würden. Ich freue mich auf Ihr Kommen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und viel Spaß. Vielen Dank. I believe there are things that we cannot understand. Of course, everything happens for a reason. It is from God. It's God's plan for us. ですね。おそらくこの辺りですね。はい。ま、10メートルぐらい飛ばされて、ま、背中から落ちたんではないかっていうことです。お豆腐をぐちゃぐちゃにして潰したようになってます。で、納涼も、ま、生命維持できる納涼のところも傷だらけです。
もしも意識を取り戻せたとしても植物人間です、植物状態だろうと。美穂さんは事故からずっと意識不明のままでした。お祈りをして死の御光をいただいて、その結果は受け入れよう。意識を失っている間、美穂さんは不思議な体験をしました。臨死体験を26日間意識がなかったりずっとしてて、で天国に行ったり花畑に行ったり、とりあえず楽しいんですよね。肉体っていう感じじゃないんですよね。だから本当もう軽いし。ウガンダ共和国は日本から飛行機で18時間、東アフリカの内陸部にある国です。僕がここを訪れたのはこの国で起きた奇跡について話を聞くためでした。村の人たちの多くが幸福の科学のメンバーになっています。エルソニアさんは7年前のことを話してくれました。Very many people came. たくさんの人が集まりました。 Crying. The girl has already died. I asked the nurse that is it true that the girl has died? She died. I checked on the heartbeat of the child. It was not pumping. In fact, the child was dead. Even the pulse, I tried to shake, but it was not beating. Then after I realized that she has died, I felt sorry. Then crying so much, even reaching extent of saying, asking God, why are you taking her away? He was shouting, God, this must not happen, and it cannot happen. My child is not dead. This girl has to come back to life. Never can it happen, and he was crying. その時、エルソニアさんに奇跡が望みます。I feel like somebody is talking to me, but I could not see. Why don't you pray for her with the book which you were given and you were taught that the book is very strong, the Dharma of the Right Mind. I heard that direction I was given in my mind. So I started praying. I prayed.And he had his book, and he was praying, and he was praying, and he was praying, and he was praying. I continued around 45 minutes, and she came and opened her eyes, crying. And the breathing came in slowly, slowly. I checked at the heart, which was not beating. It was beating, but slowly.信じる者に不可能などない。エルソニアさんの言葉が胸に響きました。祈りには大きな力があります。生まれた時、医師に動けない、話せない、食べられないと宣告されたももかちゃん。ももかちゃんが、はい、いつ頃立てるようになったんですか？去年のですね、はい、5月、4月の末ぐらいから一人で立てるようになりました、はい、急にだったんですか？急にです。急にずっと手をつないで、はいはい、例えば立つ時は、はいはい、両手を持って立ち上がったりとか、はいはい、歩く時は手をつないで歩いてたんですけど、うん、自分でこうやって自力で立ち上がったのはその時が初めてで、へー、そうやって立てるようになった。見せた見せた。こうやって立てるようになった。これですって。すごい。その5月の5日に祈願をさせてもらったんですよね、はい、その決意をしたその日から、ももちゃん自分でこうやって家の中だけですけど、その日は、はい、歩いたんですよね。Ethnische Konflikte.
Konflikte zwischen Religionen. Das Ziel von Happy Science ist es, diese Konflikte zu lösen und die Welt zusammenzubringen. Diese Arbeit ist nicht allein die Arbeit von Regierungschefs. Es erfordert ein Umdenken in uns allen. Denn jeder Mensch hat einen Teil von Gottes Licht in sich. Die Farbe unserer Haut und die Sprache, die wir sprechen, mögen unterschiedlich sein. Aber wir alle sind gleichermaßen von Gott geschaffen worden. Wir sind alle Kinder Gottes, Kinder Buddhas. Unser physischer Körper ist einfach ein Vehikel, in dem wir unsere Seele hier auf dieser Erde trainieren. Über viele vergangene Leben hinweg wurden wir in verschiedenen Zeitaltern und in verschiedenen Teilen der Welt geboren. Ein Mensch könnte heute ein Deutscher sein, aber vielleicht war er in seinem früheren Leben ein Afrikaner oder ein Asiate, der davor geboren wurde. Weil wir diese Wahrheit kennen, überwindet Happy Science die Unterschiede in Nationalität und Sprache, die durch das Band des Dharma und der Lehren verbunden sind. Wir dürfen uns nicht von den kleinen Unterschieden ablenken lassen, sondern müssen über sie hinausblicken, um das Wesentliche zu sehen. Wenn wir das tun, werden wir fähig, einander als Menschen zu lieben. Auch die großen Weltreligionen haben dieselbe Quelle. Christentum, Islam, Judentum, Buddhismus, japanischer Shintoismus etc. Die Wurzel aller Religionen kommt ursprünglich aus der einen Quelle und der einen Wahrheit. Die Unterschiede zwischen ihnen ergaben sich aus den Unterschieden der Eigenschaften des jeweiligen Gründers, der Epochen, in denen dieser geboren wurde und der Umwelt. Aber im Wesentlichen kommen sie alle aus einer einzigen Wahrheit. Darüber hinaus ist die Wahrheit auch die Grundlage von Politik, Wirtschaft, Literatur, Kunst und auch Wissenschaft, die als das genaue Gegenteil von Religion angesehen wird. Happy Science will eine bessere Welt schaffen. Eine Welt, in der die Menschen den Hass überwinden und die Liebe annehmen. Eine Welt mit Konflikten wird verdrängt durch Liebe und Frieden. Eine Welt mit Spiritualität und Wissenschaft kann dies bewirken und gemeinsam voranbringen. Deshalb werden heute mit Ihnen neue Lehren gelehrt. Feeling bored at home? Need some extra energy? It's time to recite this sutra. This sutra was inspired and channeled directly by the Buddha consciousness. That's why it's so powerful. Can you guess how powerful it is? It's 10,000 times more powerful than any other Buddhist sutra. You can feel it for yourself. By reciting this sutra, you can connect to the highest part of heaven, to the energy of the primordial Buddha. Now, do you want to know what's written inside this sutra? This sutra reveals to you the secrets of the spirit world, reincarnation, and... Oh, sorry, no spoilers. Please discover it for yourself. Anyway, the wisdom in this sutra will tell you why you are here on Earth and help you open up a bright future in your life. Lastly, it will give you peace of mind. Reciting this sutra every day helps you deepen your gratitude to others, and you will be free from negative influences, from evil thoughts and spirits. Why don't you give it a try?
Die Zukunft wird sich nicht eröffnen für die, die keine Träume im Geist haben. Umarmen Sie einen Traum, haben Sie einen großen Traum, das ist wichtig. Als nächstes bemühen Sie sich, um den Traum zu verwirklichen. Niemand wird erfolgreich, ohne seinen Traum zu umarmen, aber das ist nicht genug. Du musst dich bemühen, den Traum zu verwirklichen. Das scheint offensichtlich zu sein, aber es ist nichts, das jeder tun kann. Wenn Sie einen Traum haben, beginnt sich Ihre Zukunft zu kultivieren. Menschen sind Existenzen, die versuchen, ihren Träumen näher zu kommen. Menschen, die keine Träume haben, machen sich keine Gedanken über deren Zukunft. Wir müssen unsere Träume umarmen und versuchen, unsere Zukunft zu eröffnen. Um Ihre Träume zu verwirklichen, brauchen Sie eine klare Zielvorgabe. Setzen Sie zuerst ein großes Ziel. Wenn Sie sich ein großes Ziel setzen, ist es auch wichtig, mittelfristige Ziele zu definieren und kurzfristige Ziele, die es zu erreichen gilt, bevor Sie das große Endziel erreichen. Zum Beispiel ein Schüler möchte diese oder jene Person sein, innerhalb 3 Jahre nach dem Abschluss. Er wünscht sich auch bis zum Alter von 30 Jahren eine bestimmte Position zu erhalten. Eine Person mit 30 Jahren möchte vielleicht ein Ziel setzen, um mit 40 eine bestimmte Position inne zu haben. Also, wenn Sie sich ein großes Ziel setzen, brauchen Sie auch ein mittelfristiges Ziel, um etwas zu erreichen, innerhalb eines bestimmten Zeitraumes. Gedanken haben Macht. Gedanken sind nicht etwas Abstraktes, aber haben eine konkrete und praktische Kraft. Wenn Sie den Samen einer Idee säen, wird sie wachsen und sich schließlich realisieren. Bitte seien Sie sich bewusst, dass zuerst eine Idee da ist, danach wird sie sich realisieren. Deswegen seien Sie sehr vorsichtig, welche Samen Sie in Ihren Gedanken säen werden. 注意深く張って